Kapitel 3. Aufstieg und Fall. So. Jetzt muss ich mal tatsächlich überlegen, ist Goofy ebenfalls ein Hund oder ein Wolf? Ist doch eigentlich ein Hund, ne, oder? Das war mir meine Hose zum Trocknen. Wunderbar. Schön. So, was haben wir noch hier? Ah ja, der Abwasch, der ist mal wieder nicht gemacht worden. Der ist, welches Thema? Küchendienst. Ah ja, das ist, ach, Unisex-Klo, immer dasselbe. Mann, 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 die sehen ja aber auch aus, so. Pfui, Devil. Ekelhaft. So, komm mal her. Ach, das ist, deine gemütliche Butze hier, ja? Schön, schön, schön. Sonst vielleicht mal ein bisschen Chlorex in dein Klo machen. Aber komm, andere Geschichte. Ja, schon ein bisschen unheimlich, der Typ. Definitiv unheimlich. I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever is missing. Boris probably has it. Boris, wo ist der Türhebel? Hey buddy, you seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Finde Suppe für Boris. Finde drei Suppendosen. Boris. Warum nur? Muss ich für ihn Essen suchen? Bin dagegen. So, Nummer 2. Die Buchse. Die Buchse. Wie schön. So, lass mich. Ah, nee, schade. So, komm, hier ist da bestimmt irgendwo eine Tütensuppe versteckt. Wo, oh, der hier vorne irgendwo? Okay. So, dieser Oberschenkelknochen. Oh, hier. Ah. Ist das Melone? So, bereite eine Suppe. Ich soll jetzt für ihn kochen. Gar kein Problem. Kochen wir also für den Psycho da vorne. Hm? Ob wir uns mal verfolgen im Kopf. Schön. So, Suppe kocht. Bitte schön. Hier hast du einen Teller. Here you go. Hau rein. Dankeschön. Verlasse den geheimen Unterschlupf. Verwende den Hebel. Mach's gut, Boris. Lass dir die Suppe schmecken. Let's see what's out there. Don't wander off. Ich glaube nicht, dass der irgendwie weggeht. Ich bin wirklich erschreckt. Ah. Was? Oh nein, ich hab Spinte. Ah, Mutti, hast du das gesehen? Ich hab Spinte. Oh nein. Ah. Aber was für welche, Alter? Ach, die Little Mirage Station. Oh je. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Betritt die Dunkelheit. Finde eine Taschenlampe. Das ist ja toll. Betrete die Dunkelheit. Ja, macht's nicht. Wir müssen also erst wirklich eine Taschenlampe finden. Nehmen wir die. Oh Gott. Funzel des Todes, ey. Don't be scared, Boris. I'll keep the light near you so you don't get lost. Ja, Mann! Mann, was soll das? Man sollte doch meinen, dass ich knapp nach knapp 3 Jahren Benny und Steve langsam mal ein bisschen hartgesottener wäre irgendwie und das ein bisschen entspannter wegstecken könnte. Aber nein! Du musst doch so dummer Goofy vor mir laufen und Steve oben macht. 10 Minuten später, was passiert? So, Boris. Führ mich mal raus hier. Wir haben ja nichts gehört. Wir waren nichts. Also die Comic-Version von The Bunker hier.
Aha, oh, guck mal. Another dead end. Nee, nee, ja, komm. Through. You got any ideas, Boris? Rede mit Boris. Schön, kann ich jetzt keine Taschenlampe mehr? Krautschen? Hallo? Kumpel? Achso, er macht mir wahrscheinlich die Tür auf. Hoffe ich. Hoffentlich. Das sieht gut aus. Keine Ahnung, ob es eine Falle ist. Aber wir gehen einfach hin. So, links oder rechts? Dann gehen wir nach rechts. Heavenly Toys. Oh je, Alter. Wow. I don't remember any of this. Das ist ein Flugzeug hier oben. Zeig mal erstmal. Versteck ich mich erstmal. So, mit der Axt, muss ich sagen, habe ich mich wesentlich sicherer gefühlt. Who's pfeifing sehr? So, machen wir kurz erstmal Steckkarte. You better get overtime for this. Oh, hier ist der Merchandise-Shop. Hier gibt es die ganzen Actionfiguren für 600 Euro. Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Repariere die Spielzeugmaschine. Stelle den Power-Schalter wieder her. Ja. Das sagst du jetzt so einfach. Die Frage ist, wo ist der Power-Schalter? Hier hinter. Wie komme ich denn da ran? Okay, irgendwie müssen wir anscheinend hier hoch. Nee. Gibt's hier einen Schalter? Wir müssen irgendwie die Schränke da wegbekommen. Okay, wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da ran? Das sieht doch nach einem Hebel hier aus. Aber er benutzt ihn nicht, oder wie? Hm? Hm? Wieso? Okay, vielleicht müssen wir erstmal woanders irgendwie schauen. Aber so viele Möglichkeiten haben wir eigentlich nicht, wa? Oder? So viele Möglichkeiten haben wir nicht. Okay, ich gehe mal hier kurz nochmal zurück. Und versuche mal gerade zu rekapitulieren. Nee, es gab auch nichts anderes, ne? Es gab, genau. Das ist alles. Wir können uns woanders hin. Also muss die Lösung dort oben sein. Das weiß ich ganz genau. Nicht. So, können wir hier irgendwas machen. Irgendwas Schreckliches. Irgendwie. Für die Goofy-Figur schon ganz geil, die Boris-Figur hier. Vielleicht auch eher ein klein. Okay, gut. Wir gehen mal nochmal in den Raum. Oh, warte mal, hier ist ein Hebel. Jawohl. Repariere die Spielzeugmaschine. Ach, überall Teile hier drin. Kann's ja nicht laufen. So, das läuft. Was ist denn hier drüben? Ach, überall klemmt hier Spielzeug. Na, sage mal. Da muss man mal die Qualitätskontrolle nochmal rüberschauen. Das geht ja wohl so nicht. Immer noch nicht. Oh, die klemmt immer noch irgendwo. Ach, hier unten. Natürlich, ein Puppenbein. Schalte die Spielzeugmaschine ein. Jawoll. So. Eine seltene Sammelfigur. Ey, nischt echt hier wirklich nur der Kassettenrekorder? Oh, come on. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, was das große Problem ist. Was ist, wenn ich einige dieser Bandy-Puppen ein schiefes Lächeln aufmale? Ist sicher kein Grund für Herrn Drew, mich abzuweisen. Und wenn er wirklich hilfsbereit sein will, könnte er mir sagen, was ich mit dem Lager, das ich mit diesem Engelsdienst da gefüllt habe, machen soll. Von diesem Dreck lässt sich kein einzelnes Stück verkaufen. Wahrscheinlich
Dann machst du an. Wahrscheinlich würde ich alles einschmelzen müssen, um es loszuwerden. Tja. Okay, gut, jetzt haben wir halt die Spielzeugmaschine, wie ernst sie macht. Und was jetzt? Boah, also, eigentlich dürfen wir uns ja nicht sehen. Das ist einfach nur ein Brunnen hier, oder was, wa? Was haben wir jetzt damit gekonnt? Back to the old grind. Dann fahren wir mal vielleicht andere Richtung. Aha! Nee, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Sehr gut. Okay, die Tür liegt frei. She's quite a girl. Mhm. Komm zurück, komm getroffen. A new fly in my endless web. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. Finde einen neuen Aushang. Ich finde es grenzwertig, wenn sich Frauen Engel nennen. Meistens so in Kombination so böser Engel oder so was. Immer ein bisschen. Kommen wir immer ein bisschen zum Schmunzeln irgendwie. Bei sowas. So, schauen wir mal weiter. Jetzt suchen wir. Ach du Scheiße. Okay, lieber Chat. Jetzt ist Interaktion gefragt. Gehen wir rechts lang zu The Angel oder links zu The Demon? Angel. Okay. Gut, ich sehe hier eine eindeutige Tendenz. Eben mal zur Angel. In der Hoffnung, dreams come true. Es fühlt sich an, als ob alles auseinanderfällt. Als ich heute das Aufnahmestudio betrat, war Sammy mit dieser Allison fort. Anscheinend habe ich das Memo nicht erhalten. Alice Angel wird von Miss Allison Pendle vertont. Ein Teil von mir starb, als er das sagte. Es muss einen Weg geben, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Tja, oh je, ich glaube da, oh je, ja, das ist, ja, das hat, glaube ich, nicht so funktioniert. Hallo, Miss Angel? Sind Sie hier irgendwo? Hallo? Ach, giftige Dämpfe, egal. Da soll sich doch bitte mal der Hausmeister drum kümmern. Wir haben hier schließlich eine Mission. Mann. Wieso? Ach. Was hat er da? Boris. You scare me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with. Bewaffne dich. Ja, dann gib mal her. Schön. Oh. Hoppala. Ich meine, sorry, Kumpel. Stehst noch rum hier. Verpiss sie. Ja, ich bin schön. Dann erfreut mich, dass wir Engel genommen haben. Oh Gott, sind hier. Oh Gott. Ist hier voll sein Store. Überall sind hier seine Puppen, ey. Warte mal, geh mal lieber kurz woanders hin. Und gegen vielleicht. Ich hab doch kein Collectibles oder irgend sowas, wa? Also bis jetzt habe ich auf jeden Fall noch nicht diesbezüglich gefunden. Was ja auch nicht schlecht ist. Ne? Wird's halt ein bisschen geradlinear, das Spiel. Oder ein bisschen. Door release. A oder B? Looks like to open this, we need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Okay. Die Tür öffnet sich, wenn wir zwei Hebel benutzen.
Dann wollen wir mal. Ich folge einfach den Kabeln. Vorher guckt man hier kurz in die Truhe. Oh nein. Wally, alle lassen es alles durchgehen. Wenn der Druck die 45 überschreitet, ziehe ich den Sicherungsbolzen fester an. Stimmt's? Thomas, nein, zum letzten Mal. Wenn du das tust, wirst du alle Rohre hier sprengen. Wenn die 45 erreicht ist, betätigst du den Schutzschalter. Bist du sicher? Weißt du, das klingt schwieriger als Ohrenschmalz vom Bienenwachs zu unterscheiden. Sieh mal, es ist nicht so schwer. Behalte einfach das Messgerät genau im Auge. Hör mal, Kumpel, wenn du denkst... Hör mal, Kumpel, wenn du denkst, dass ich hier meine und deine Arbeit mache, dann bin ich hier raus. Okay. Also, der Druck darf nicht über 45 kommen, ansonsten, ja, achso, Sicherheitshebel. The Butcher Gang, ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott! Stirr! Du Penner! Oh Gott! Was ist los mit ihm? Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter! Oh! Alter, Alter! Das ist eine Gänsehaut hier. Den habe ich jetzt mal nicht kommen sehen, gerade in den Penner. Holy moly! So, wo ist er? Da ist er. Okay. Es ist interessant, dass die Schläge anscheinend von dem vorigen auch zielen. So, finde den Ausgang. Alles klar. So, Boris. Hast du Hebel zur gleichen Zeit gezogen? Sehr gut. Warum klingt das hier wie so eine Autobahn? Wie eine U-Bahn, die hier einläuft hier mit den Bremsen. Oh Gott. Und die Mucke. Die Mucke. Delicious. Ich soll jetzt an den Aufzug steigen, ist das das, was du willst? Ist das das, was du mir sagen willst? Scheiße. So ja, man wirft das. Du, ja. Okay, das war Level 2. Date mit einem Engel, besuche Alice Angel in Level 9. So, das war Level P. Klar. Und Boris, sonst so? Wie läuft dein Verkauf so von deinem Stuff? Cool, gut, okay. Level 9. Willst du vorhin? There's a whole twisted world out here. Ich müsste weg. Punching in. Lauf ruhig vor, Boris. Tu dir keinen Zwang an. Du bist Operation menschlicher Schutzschild. Ach Gott. Diese verdammten Aufzüge. Manchmal öffnen sie sich, manchmal tun sie es nicht. Manchmal kommen sie, manchmal fahren sie bis in die Hölle und zurück. Ich fahre damit fort, diesen Leuten zu sagen, dass, falls Herr Joey Drew weiterhin an allen Ecken und Enden spart, jemand sicherlich in den Tod stürzen wird. Und ich werde das bestimmt nicht sein. Ich nehme die Treppe. Klingt gesund? Hallo? Boris? Da vorne. She's quite a girl. Oh, nee. Oh, nee. Na los, komm, dann drin mit dir. Okay, er rennt. Sollten wir auch rennen? Und? Oh, weia.
Das ist so ein Blick durch seine eigene Leiche. Alles klar? Kumpel, willst du darüber reden? Das wird sich jetzt wahrscheinlich schockieren, aber es ist wirklich hier der Brustkorb offenbar. Also, das ist schon. Oh, das ist schon makaber. So. Oh no. Anything less than perfect was left behind. Na, drüben ist doch wieder so ein Clown. Oh shit. Ah. Nüscht. Nüscht mit Öschte. Wer hätte das gedacht? Ich habe mit Joel Drew zu Mittag gegessen. Wow! Offenbar sind die Zeiten rauer, als ich dachte. Einen Moment lang dachte ich, ich würde auf der Rechnung sitzen bleiben. Aber ich muss sagen, er verhielt sich überhaupt nicht so, wie ich erwartet hätte. Ganz der Charmeur. Er nennt mich sogar Alice. Das hat mir gefallen. Schön, schön, schön für dich, Mäuschen. Schön. So, also entweder springt der hier los oder der da hinten, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Oh Gottes Willen. Wo? 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 Hier. Das war mal ganz kurz. Ist da hinten in der Ecke was? Nee, komme ich gar nicht hin. Gut. Dann ist mir egal. Dann gehe ich durch auf die Tür. Muss doch Leute im Freundeskreis, die auf die Tür sagen? Geh doch mal durch zur Tür. So, und... Hey, hey. Now we come to the question. Do I kill you? Do I tear you apart to my heart's delight? The choices of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. Crawled in here, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Bits of your mind swimming like fish in a bowl. The first time I was born from its inky womb, I was a wiggling, pussing, shapeless slug. The second time, well, it made me an angel. I will not let the demon touch me again. I'm so close now. So almost perfect. Das kann man sagen, ja. Also, spiegelfrei wohnen, okay. Du bist ein wunderschöner Schmetterling geworden. Kann man nicht anders sagen. Wunderbar. Kleine Fallen tun. Welcher denn? Dafür zurück tun für dich. Und? Soll ich irgendwie Herz fressen? Okay. Erledige Angels Bestellung. Dann zurück zum Aufzug. Alles klar. Also hier hat es mir besser gefallen. Nee. Nee. Okay, na dann. Zurück zum Aufzug. Mal sehen, was geschieht. Nehmen wir Boris mit. Oder lassen wir ihn da einfach jetzt stehen. Das sieht aber auch aus, Alter. Hier, ey. Über die Leichen. Boris ist so schon weg. Da hat sich schon verpisst. Empty Nest. So. Okay. Na dann. Boris, wo bist du, mein Freund? My machines are hungry. Gather me some spare parts. Warum denn dit? Zahnräder. Suche. Neutrim in. Weiß ich, okay. Ja. There are so few rules to our world now. So little truth. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the ink demon. Stay out in the open for too long and he will find you. Oh, Natalia. If you see him, you'd better hide. If
if you don't, well, I enjoyed our date. Now, let us begin our work. Ditch. Ditch. Schön. Okay, wo sind jetzt die Getriebe? Echt? Naja, wir sollten ja eh zu Fuß laufen. Wurde ja uns ja schon empfohlen. Gar kein Problem. So heißt aber auch, wir dürfen jetzt nicht mehr zu lange an einem Ort sein und die finden uns, oder was? Das wäre nicht so schön. War das jetzt schon zu lang? So, hier ist alles noch voll Öl. Tinte. Schauen wir nicht immer nach. Vielleicht kommen wir hinten durch die Tür durch und... Hier waren wir noch nicht. Nee. Ah, okay. Silence, Freunde. Silence. So, ist das hier irgendeine Maschine? Nee. Ich bin so dermaßen planlos hier am Rumwandern, ey. Das ist doch, also wirklich. Wieso? Don't want to work here anymore. Ich will nicht mehr arbeiten. So, kommen wir da rein? Ja, kommen wir. Hoppala. Na los, komm. Dankeschön. Noch einer. Also, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann ja nirgendwo was machen. Läuft's ja wirklich hier nur wie falsch halt jetzt gerade rum. Hier, kann ich denn nicht die einfach hier nehmen oder was? Was soll das? Ihr zeigt mir Bilder von Zahnrädern. Wieso denn? Was will mir der Künstler damit sagen? Kann ich nicht die drei Bilder abnehmen und sagen, hier sind deine drei Zahnräder. Have you met him? The Ink Demon. They say he hears everything. Every creak of the floor. Every rustle of paper. I wouldn't run so fast if I were you. You never know what will draw him in. Selbst wenn, soll er ruhig kommen. Krieg ich da meinen Schraubenschlüssel über den Schädel gezogen? Dann ist hier vorbei mit hinten. Himmel. Oh! Aha! One down. Aha! Okay, alles klar. Alles klar. Hallo? So, wo ist er, der kleine Freak? Kommt er da hinten nochmal? Eventuell? Vielleicht? Oh Gott! Viel Familie. Nein. Mann, ich bin so lost, ey. Wo bin ich denn hier? Das ist doch Käse. Ich hab keinen Plan hier. So, was war das, Boris? Boris, Junge, warte auf mich. Nimm nicht alle in den Fahrstuhl, ist gefährlich. Schon? Ja, hat man schon. Okay, wo finden wir den Typen jetzt noch? Boah.
Fürchterlich. Och, Alter, echt jetzt? Ist das schon eine zweite? Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt wie versteckt. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht die ganze Zeit... This one's empty. Okay, gut, das zwingt uns jetzt natürlich ein bisschen zum Umdenken. That should be plenty. Nice. Return them to me. And try not to die on the way back. Schön. Schön. Dankeschön. So, dann nehmen wir mal wieder die 8 Stockwerke runter. Ist ja kein Problem. So, Boris, was ist hier? Guck mal. So, kommst du, Kurva. Aber nicht endlich Zeit hier. Ja. Einmal die 9, bitte. Das wird lustig, Boris. Jetzt müssen wir durch. Komm, wir schaffen's. Ist die Tür eigentlich da hinten wieder offen? Nee, die ist immer noch zu. Und was ich mich jetzt aber frage, wo soll ich die Dinger hinbringen? So, es sei denn, die Tür hier vorne auf und wir können wieder direkt zu ihr, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. No, no! Lege die Zahnräder in die Sammelbox in Level 9. Sammelbox. Hier oben lag eine Kiste. Hier liegt jetzt nicht als Sammelbox tatsächlich, oder ist das hier ist das die Sammelbox? Naja, wahrscheinlich nicht. Sammelbox. So, liebe Angel, sag mir noch mal bitte, wo hier die Sammelbox ist. Die ist nicht sofort für mich ersichtlich zu finden. Wo hast du sie? Ist das wirklich das Ding hier unten, die Miragebox? Ich glaube, das wird mir aber irritieren, wenn ich das ist. Ja, hier ist keine Box. Tja, bleibt nur noch die hier vorne. Ja, und so dachte ich es mir. Genau so dachte ich es mir. Es funktioniert nämlich nicht. So, wo zur Hölle? Ist das hier die Sammelbox? Ist ein Mülleimer? Das ist die Sammelbox. Die Sammelbox ist der Mülleimer. Ey, Leute. Stuffed full of extra thick ink. Ah. It makes me sick. And yet, it's the perfect thing for keeping myself together. If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Ich stehe direkt davor. Nimm die Tintenspritze. Da sage ich jetzt mal Hashtag ab 18, Freunde. Sammle 3 extra dicke Tinte ein. Dreimal, schön. Tipp, jage die geschwollenen Forscher in Level 11. Klar, kein Thema. So, also mit Captain Subcutan bewaffnet, jemals also auf Level 11. Um Forscher zu sammeln, finden. Okay, Boris. Na dann, Level 11. Schön ist, da waren wir schon. Da sind wir schon überall rumgelaufen. Oh, da ist doch.
denn die jetzt kriegen? Na und, zieh durch! Okay, mit E aufnehmen. Hallo, Forscherlein! Ah nein, da hinten ist da so ein Penner. Oh Gott, wer ist er, Alter? Wow, Alter, wieso? Der ist nicht cool, der ist nicht cool. Wieder abhaut. Ihhh. Spritzt doch hier nicht so rum. Na, kommt da nochmal raus? Na komm. Put, 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 put. Jawohl. Darf er mich nicht sehen oder darf ich nicht rennen? Oh. Der Kameramann. Der Lichtmann. Der Lichtmann. Oh Gott, was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Rückkehr zum Engel. Lege die extra Ticketente in die Sammelbox in Level 9. Ich würde ja noch ein bisschen weiterlaufen, aber ich habe fast Angst, dass eventuell Sachen, die wir denn sammeln könnten, noch gar nicht da sind. Irgendwie. Also zurück zum Mülleimer. Also bis jetzt weiß ich auch tatsächlich nicht, was mir das Spiel erstmal so grundlegend erstmal sagen möchte. Also, klar, der Chef ist ein bisschen abgedreht. So, hast du. I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cores. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Mäuschen, kannst du mir nicht einfach von Anfang an sagen, was du haben willst irgendwie? Sag doch einfach, du bringst mir dicke Tinte, Zahnräder und Ventilkolben mit. Und schick mich doch nicht immer einzeln los. Nimm den Ventilkolben. Also Chat, ich bin jetzt kein Klempner. Und ich habe auch bei Gott nicht alle Super Mario Spiele gespielt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier kein Ventilkolben ist, was ich hier vor mir sehe. Aber, ist nur meine Meinung. Sammle 3 Ventilsätze. Was? Entferne die Tintenröhrchen in Level P. So, ich trage also das Zepter der Arbeiterklasse hier vor mich hin. So, dann lass mal ein paar Röhrchen finden. So, auf Level P bitte. Und ich habe das Gefühl, sie wird uns wahrscheinlich noch einmal losschicken. Diesmal holen wir Suppen oder irgend so was. Auf Level 14. Okay, Ventilkolben. Hallo! Wo müssen wir hin? Oh, Kaputtnick da drin. So, ich möchte sagen, die Range von dem Ding ist echt scheiße. Und ist er tot? Er ist tot. Bzzzt. So, wir haben fast auf. Wir brauchen mal ein paar Tütensuppen hier. Sind die sonst hier nicht weiter. Ah, wiederholen uns so ein bisschen. Mano, reicht nicht. Ich muss es immer zupümpeln, bevor er zu Boden geht. Ist so ein bisschen wie bei Modern Warfare, ne? So leichte Einrötung des Bildschirmrandes irgendwie. Einblutung der Augen. Oh, was haben wir hier? Was? Oh, Schisch, gib ab. Warum ab?
So, gleiches Niveau oder was? Nee. Vorne ist auch Fäße. So, lustige Drehrätsel. Das war's? Okay, achso, die sind schon leer. Die ist auch schon leer. Ich verstehe. Die ist auch schon leer. Wie viel müssen wir denn holen? Drei wieder oder was? Na, okay, gut. Dann werden wir bestimmt noch was finden. So, hier ist jetzt alles durch. Schreibtisch kannst du wahrscheinlich auch. Ist auch egal. Gehen wir mal nach hier. Let's go this way. Mhm, Gästebuch ist auch schon da. Voll. Ah, hier. Pimpel, bitte. Okay. Was? Oh, hinter mir. Das Schwein. Hau ab. Geh weg. So, Problem ist, muss ich jetzt den Ehen so weit runterkurbeln, bis er wieder bis am tiefsten Punkt ist. Das ist ärgerlich. So, aber jetzt. Zweimal, Jojo. Bin zweimal gestorben. Was sehen, wie oft bist du gestorben? Was ist denn das? Kannst du nicht mal ein bisschen motivieren, da in den Chat kommen? Kannst du nicht mal sagen, hey, was hab ich verpasst? Wie weit sind wir schon? Haben wir es fast geschafft? Bin wieder da. Wie oft bist du hier schon? Du guckst so viel von Benny Streams. Ab. Okay. It's the... Oh, nee. Oh, no. Wo ist... Bin ich wohl dreimal gestorben, Jojo? Freude. Mann, so ein Shit. So, Boris. Ich glaube, wenn ich hier auch immer sterbe, wartet doch, wa? So, okay, also ab zum Mülleimer. Können wir schon zum Mülleimer? Ja. Okay. Wenn die mich jetzt wieder losschickt. Ich denke, die wird mich wieder losschicken. Dann laufe ich nochmal los. Ah, wenigstens wie eine Axt. Sehr schön. Zerstöre alle Bendy-Ausschnitte. Besuche... Was? Besuche Level K, um die himmlischen Spielzeuge... Und die himmlischen Spielzeuge. Nimm dich mit den Tintendämonen... Vor dem Tintendämon in Nacht. 15 Dinger. Warum? Was ist das jetzt ein bisschen... Das streckt das jetzt hier alle ein bisschen sinnlos. Irgendwie, das... Muss man auch nicht machen. Oder? Wie ist das? Also. Oder? Another day, another dollar. Oh. Ja. SSBD. Same shit, different days. So, wo wollen wir hin? Wir wollen auf Level K. Ich weiß doch, Junge. Ich weiß. Aber lass es verschaufen. So, okay. Jetzt müssen wir jetzt ein paar Figuren in den Arsch machen. So, dann nehmt euch mal alle Nacht, ihr paar Figuren. Lass mal 11 Stück finden. So, jetzt ja schon wieder weg von Level K.
Da ist einer. Ah! Sprungattacke. Komm hier nie wieder raus. Schön. So, okay, haben wir. Wunderbar. Kommen wir hier rein? Nein. Bei den Herren kommen wir auch nicht rein. Wir gehen weiter. Ja, die Axt ist doch schon wesentlich freundlicher. Ein Schlag und die sind alle tot. Das ist gut, das ist gut. So will ich das haben. Oben dies. Ah, nein, ich bin in der Sackgasse. Das ist blöd. Ein Schlag. Das ist mal geil. So, oh, hier sind ein paar mehrere. Finde ich ganz gut. Da, hast du. Bitteschön. Oh, Tschüssikowski. Haben wir hier noch was? Nee. So, groß können wir nicht verkleinholzen. Alles klar. Mal weiter. So, Puppen mit Uni. Na gut. Weiter geht's. So, dann kommen wir her. Schauen wir nochmal weiter. Hat so ein bisschen was von Alien, so, wa? So vom, vom Style. Oder auch so ein bisschen Dead Space. Je nachdem. So, wo seid ihr, ihr lustigen Bendy-Figuren? Ich kann 11 Stück platt machen soll, irgendwie verteidigen jetzt da 4? 3? Schön, wird ja nicht runtergerechnet. Doch, 15 waren es ursprünglich, war oder war es 11? Ich weiß schon nicht mehr. Über 15. Tja. Wo müssen wir hin? Was ist der Weg? Auch nichts. Man ist ja tatsächlich mit den Stockwerken etwas limitiert. Also, ne, du kannst jetzt hier nicht überall hin. Ne? Also eigentlich musst du bis zu einem Punkt kommen und dann ist eigentlich der Drops gelutscht. Das heißt, hier müsstest du eigentlich alle finden. Das ist jetzt halt nicht mal ansatzweise, da haben wir noch nicht die Hälfte gefunden. Und hab schon das Gefühl, dass ich überall war jetzt hier auf der Etage. Und ich sag mal, wie das ist. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, hier haben wir noch nicht. So, das war jetzt eine. Ach, lieber Angel, warum stellst du mir nur diese Aufgaben? Wir hätten uns das so schön kuschelig machen können. Ja, einfach nur mit den Zahnrädern. Wäre doch auch hier noch gewesen. Muss ich jetzt komplett bis nach oben laufen? Was mit dir? Nee. Du nicht. Fick doch nie mal den Weg zurück. Nie wieder. Always on time. Ein paar. Oh, das ist ganz gut. Oh, hier schön, schön. Oh, hier sind viele. Schön. Wunderbar. Jetzt können wir ein bisschen metern hier erstmal. Hui. So. So. Und so. Und so. Warum? Warum soll ich mich jetzt verstecken? Geh zurück auf Level 9. So, Chat, ihr könnt ja schon mal euch einfach den Spaß machen und könnt ja schon mal in den Chat hauen, irgendwie, ob wir nochmal los müssen. Wegen irgendwas.
oder ob jetzt endlich mal gut ist. Also sowas. Wurde ja hier schon mal viel auf die Spur geschickt, aber das ist ja nur wirklich hier, das ist ja ehrenlos. Bestimmt. ich glaub's auch tatsächlich. Die wird sich aber bestimmt denken, ach, na Mensch, guck mal, hier können wir doch noch hier, du, wo du gerade da bist. Ich hab noch eine Idee, ich kann es mal hier bitte kurz einmal kommen. Nee, warte mal, hier, ich muss ja durch die Tür durch, ne? Muss ich durch. Genau. Was? Freundchen, so nicht. Sag das doch nicht. Ja, jetzt brauche ich auch schon langsam zwei Schläge dafür, oder was? Das ist nicht gut. Okay, ja, hat doch gereicht. Wahrscheinlich müssen die nur richtig sitzen. Warte mal, hier bin ich auch nicht hergekommen. Fahrstuhl. Wo ist denn Boris schon wieder? Wo ist immer dieser Boris? Wo treibt er sich rum? Ach Gott, was ist los, mein Kleiner? Ist doch, ich bin ja da. Ich bin ja da, mein Kleiner. Was ist denn los? Hör mal. Mach doch keinen Kopf. Ah, so, ihr Lieben. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst mal euch ein Follow da. Denkt dran, euch kostet es nichts. Uns hilft es eine Menge. Würden wir uns sehr darüber freuen für ein Follow. Dankeschön. So, jetzt gilt es. Schick mich jetzt hier nicht nochmal los. Warum halt schon wieder das Ding in der Hand? Was? What? Oh, ich bin so fast bei dem. Oh, der hat zwei, ey. So, ich muss mal kurz ein bisschen abhauen. Oh, ist da noch einer. Oh, ist schlecht. So, jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser. So, I'm on a higher ground. Ihr Penner. Spring doch rüber, Junge! Oh, scheiße. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht. Nein. Schnell heilen, Mann, heilen! Los, Junge! Heil dich! Wasserplatz! Wasserplatz! So, jetzt heikst du doch gleich, Ist da bloß einer von denen hier? Ach, scheiße. Warum denn oben mit diesem ollen Chlorrohr, Alter? Wir haben so eine geile Axt gehabt. So ein Mist. Ärgerlich. So, da ist. Oh, von hinten kam noch einer. So, der ist tatsächlich ein bisschen beschissen, der Typ. So, ihn haben wir. Sehr schön. Kurz heilen. So, der geht eigentlich, glaube ich. So, den haben wir auch. So, was ist mit dir hier? Oh, der hat eine ganz schöne Range. Haben wir. Muahahaha. Don't you? Oh, I hate leaving work unfinished. Fortunately,
I have you to pick up the pieces. But you'll have to go even deeper. Down, down, down into the abyss. Take the lift down. Say hello to an old friend. Sending you a little present. A little firepower. Take good care of it. It belonged to someone very special. Ooh! It's a little hard to get a hold of. Oh well, better luck next time. Oh, ey, echt, ihr Penner. Oh, ich dachte wirklich, wir kriegen jetzt den Tommy Gun. Oh. Oh, so eine blöde Kuh, ey. Ehrlich. Samuani. Mm. Another day, another dollar. So, lass mich raten. Ebene 14. Um in die Tiefen zu fahren. Was sind die Tiefen? So, jetzt zieht bloß der Fahrstuhl zu. Boris, was sind die Tiefen, Mann? Wo sind die Tiefen? Kann natürlich sein, dass er jetzt an Etage 14 vorbeifährt. Macht er nicht, weil er blöd ist. Tintenherzen. Benutze den Aufzug, um in die Tiefe zu fahren. Also, ist 14 jetzt die Tiefe oder was? Scheint so. Okay. So, dann lass uns also Herzen diesmal sammeln. Okay, der Typ. Okay, im Wasser können wir nicht besonders schnell rennen. Ich gar nicht. So, gucken wir mal. Kommen wir irgendwo durch? Nee. So, keiner, der hier irgendwie noch ein Herz für uns hat. Na dann. Oh je, da vorne ist er. Oh, okay, wie hat der uns gesehen? Wie geht denn sowas? Wie? Hä? So, läuft er mal da vorne in diese Ecke rein. Okay, dann dreht er da vorne. Bleibt er jetzt einfach da drin? So, hier vorne ist da noch einer von denen, wa? Aber hier ist kein Herz. Oh, ich jetzt? Nun, ich suche keinen Ärger. Es liegt einfach in der Natur von uns Filmvorführern, dunkle Orte aufzusuchen. Du siehst, ich habe hier alle Einzelheiten über diese Studie gelernt. Ich weiß, wie man es vermeidet, von ihresgleichen dieser Firma belästigt zu werden. Dieser Filmverführer, sagen sie immer, schleicht herum und sucht einen Ärger. Nun, Ärger oder nicht, ich sehe alles. Sie wissen nicht einmal, wen ich, wenn ich sie beobachte. Sogar, wenn ich direkt hinter ihnen stehe. Schön. Schön, schön, schön. Okay, dann leg erstmal hier hin. Eventuell. Ja, kommt er mir entgegen oder er ist auf der anderen Seite einfach nur. Oh Gott. Oh, oh Dave, Alter. Oder der fiese Song. Hinter mir her!
So. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht springen, ich kann nicht machen. Ich bin am Arsch, ist er. Ich kann machen gar nichts. Alter, lauf doch mal, renn doch mal. Los, komm, jetzt muss festen Boden unter den Füßen rennen. Oh, der ist so schnell. Der ist so schnell. Oh. Nein, er geht nicht runter. Ach Mann, ey, warum kann ich jetzt nicht einfach runterspringen? Ich hätte ihn so schön abgelenkt jetzt. Oh, Ja! Ja! Schönes Ding! Schönes Ding! So, jetzt dürft ihr mir eigentlich hier hoffentlich nicht wieder in die Knie kommen. Hoffentlich. Bitte. Bitte. So. Eva hörte hart. So. Wunderbar. Was für ein Labyrinth, ey. Der hat hier alle niedergemacht. Knallhart hat er die niedergemetzelt. Oh, da. Haben wir alle? Nein, eins fehlt. Was fehlt denn eins? Wir haben nur vier. Fünf. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Da ist es. Okay. Rückkehr zum Engel. Kurzen Moment, ich muss mal ganz kurz hier mein Headset anstöpseln, irgendwie, weil der Akku fiepst. So ist besser. Einen Schluck Kaffee nehmen. So, jetzt muss ich bloß an den Filmvorführer wieder vorbeikommen. Oder noch besser, ich muss hier erstmal wieder rauskommen. Das ist ja noch schlimmer. So, weil der Typ steht da oben jetzt relativ... Ich muss direkt hinter ihm vorbei. Das kann knifflig werden. Das kann jetzt knifflig werden. Benny würde sagen, da brauche ich jetzt mal ein bisschen Movement. Muss direkt an ihm vorbei. Nimm mal Blick hier, Neil. Stopp mal, hier kann ich doch nach oben. Ich kann schon nach oben. Hör mal. Muss ja nicht an ihm vorbei. Ja. Du blöder Wichser. Ich spuck noch auf ihn runter. So. Aber nun, Engelchen. Jetzt ist hier mal langsam, aber Feierabend hier mit. Hole mir, bringe mir. Oder du übst nur gleich die Tommy ran. So, jetzt sind wir auch, glaube ich, wirklich in allen Etagen gewesen, wa? Halleluja, Alter. I hope you enjoyed our time together. Ja. War wundervoll. Return to the lift. It's time to go home. Ja, okay. Will ich gut finden. Bist du noch ein Tommy Gun? Bitte. Oder wenigstens eine Axt. Ich hab so verkackten Süßhorn in der Hand, Alter. Das ist doch... The old grind. Have you ever wondered what heaven is like? I like to dream that it's quite beautiful. A soft valley of green grass, blanketed by a warm sun. I don't think I'll ever get to see it. Are you ready to ascend, my little errand boy? The heavens are waiting. Yeah.
Ja, mir jetzt genauso, Boris, mir jetzt genauso. So, das Schlimme ist, wir werden irgendwas jetzt für irgendein beschissenes Ritual für sie geholt haben. Boris, mach was. Los, Boris, auf. Ganz schön zickig. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber die ist mir einfach ein bisschen zu zickig. Boris, tut mir leid, du musst jetzt... Mann, dreh dich um, Boris, hinter dir, Mann! Sie ist hinter dir! Boris! Turn around, Junge! Kumpel! Boris! Scheiße!